Moin Moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu Zelda Skyward Sword. Und wir befinden uns im Feuertempel auf dem Vulkan Eldin. Und legen einfach mal los. So, bevor es weitergeht, speichern wir natürlich einmal hier. Bei der Vogelstatue. Spielstand aus. Und zwar ist gerade vom Eingang gespeichert, aber hier der Gang macht schlank, aber wir brauchen nicht alles, ne? So, los geht's. Wir haben nicht so viel Leben, wie ihr seht. Du darfst aber nicht stören. Cool, geht's hoch. Eine kleine Kiste, vielleicht haben wir Glück. Was wir gebrauchen können. Naja, ein Rubin. Wir haben ja die Tasche bekommen, dass wir mehr Sachen tragen können, was natürlich sehr praktisch ist. So, jetzt laufen wir einmal hier rüber. Dass wieder einer uns helfen kann. Einer von den Mollbins? Nee, wie heißt denn die? Mollgins, glaube ich, heißt die, ne? Okay, fragen wir mal, reden wir mal mit ihm. Verflucht, alles voll ungeheuer. Und ich werde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Ah, es ist sinnlos, hier zur Hilfe zu kommen. Das ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus, es ist viel zu gefährlich. Keine Angst. Ja, Herzen sind gut. Die kann ich gebrauchen. Bitte noch ein paar Herzen. Oh, eher ein Monster. Okay, haben jetzt aber keine Energie da genommen, ist schon mal gut. So, hier links. Oh, gerade geschafft. Oh nein, ich bin noch da raufgesprungen. Sah auch zumindest so aus, fand ich. Okay, nochmal. Okay. So. Nein, das mache ich gar nicht. Wieso hüpft er denn da rein? Der Abi. Also, was soll ich denn machen? Da fällt mal rein. Einmal kurz. Durchtrennen, oder? Nur die Hälfte, weil auf der anderen Seite ist auch noch so ein cooles Band. Okay. Okay, es wird immer noch, ein paar Zahnräder sein. An was kannst du noch liegen hier? Oh. Ein Herz, danke. Muss kurz gucken, einen Überblick verschaffen. Also viel anderes gibt es ja hier gar nicht. Theoretisch und auch rein praktisch. Muss es eigentlich hier weitergehen? Ah, guck mal, da drüben. Mit der Zwille vielleicht. Versuchen wir mal. Also nicht mit der Zwille, sondern mit unserem Vogel. Der kann das durchschneiden, ne? Wahrscheinlich. Ja. Okay, das war das letzte Stück. Kommen wir rüber. Perfekt. Das kommt. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegnern in ihr entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Zell anzuwenden und mich mit Hilfe von A zu rufen, damit ich dir weitere Mods für mich geben kann. Dies ist eine Exalphos. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Ein Exalphos zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Du hast diesen Gegner nullmal besiegt. Aufgrund der Hilfe ist eine genaue Hilfe unmöglich. Oh.
Oh. Nein, der Schiss war. Oh nein! Okay. Okay, diese Echse ist, krebst du noch da rum, der Link. Okay, das war ja blöd. Naja, wir sind ja auch nicht so weit gekommen, ne? So, dann lass uns mal weitergehen hier. Wir haben ja eigentlich alles schon überholt, ne? Brauchen wir nicht mehr dahin zu laufen. Ich hab kein Schild mehr, okay. Hier hätten wir natürlich einen guten Eisenschild gebrauchen können. Den müssen wir mal irgendwann holen. Aber jetzt muss ich das gleich den Typen besiegen. Was ist dann. Kann ich ihn mit der Zwille besiegen? Ja, bringt nichts, okay. Los geht's. Gewesen. Echsenschwanz, okay. Hui, ich hoffe, da kommen nicht so viele von, weil das könnte uns immer ein bisschen ins Argen bringen. Okay, da war was. Was ist da drauf? Ich habe leider kein Schild, um da irgendwas abzuwehren. Kriegen. Hier ist eine Kugel. Da hinten rüberkommen wir. Ach Quatsch, ich kann da jetzt drauf laufen. Kann ich woanders hinlaufen? Ich höre jetzt noch darüber. Ich kann gar nicht reinfallen. Ich dachte, ich könnte vorwärts reinfallen. Das kann ich gar nicht. Okay, das ist ja gut. Okay, ja, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das wäre auch ganz schön hart gewesen, auch zu balancieren die ganze Zeit. Gut. Haben wir was gerammt? Okay, wir haben eine Bombe dabei, okay. Oh, da ist perfektes Timing gefragt. Spät. Ich muss warten, bis es zu spät ist. Müssen wir mal machen, warte mal. Mist. Nein. Ach man. Irgendwann. Nochmal. Oh! Diese scheiß Waffe, ey, ganz ehrlich, das ist so blöd. Das ist echt so blöd. Das macht doch keinen Spaß.
Aber es ist trotzdem blöde. Also es war wirklich sehr blöde gelöst. Unglücklich mit der Steuerung bin ich ein bisschen, aber ja. Ich werde damit schon die Gänge dann arrangieren können. So, was finden wir? Ein Schmuckschädel, schade. Ich dachte, das ist was Cooleres. Aber das war's nicht. Gut, dann gehen wir in die Richtung wieder. Nein, jetzt hier nichts. Fahren wir rüber? Ja, kurz. Oh, nein! Ich dachte, ich kann da nicht runterfallen. Falsch gedacht. Ich habe kaum noch Leben, ne? Das ist echt blöd. Ich hasse diese Kameraführung hier echt. Leute, ich hasse die Kameraführung. Erzählt? Okay, jetzt müssen wir darüber. So, dann speichern wir einmal hier. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einmal tot gehe, dann gehe ich einfach nur hier tot. Mit einem Herzen ist auch super. Ups. Ich guck mal, ob wir ein paar Herzen finden hier irgendwo. Wahrscheinlich. Auch kein Herz. Auch kein Herz. Nur das Graben, Herzen graben. Ja. Das ist so viel, aber immerhin. Komm ich nicht hoch, ne? Okay. Wir müssen mit der Rolle da auf die andere Seite einmal. Was hat er denn sonst ja? Verflucht, sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferry. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Welt, als plötzlich ein Monster aufgetaucht ist. Dann bin ich abgehauen und ich muss sie verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne die Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche. Würde ich machen. Ich würde mich auch gerne eine Bombe haben. Okay, dann müssen wir irgendwie rüberkommen. Ach, da kann man reinkommen. Okay. Okay, warte mal. Müssen wir vielleicht hier mit dem... Okay, wo ist das Ding hier? Da hier gab es noch eine Treppe hoch, die müssen wir auch da nochmal nehmen, aber... Gucken wir erstmal, ob wir die Bombentasche hier finden. Nein! Bitte keine Ochsen. Ah, scheiße. Zwei Leben. Zurück kann ich nicht. Verdammte Axt. Oh, das wird nichts. Das ist jetzt schon. Schaffe ich niemals. Und jetzt muss ich wieder so viel machen auch, ne? Obwohl, ja, wir haben relativ dicht gesperrt. Ich habe gar kein Leben. Das heißt, wir gehen gleich bei der Bomben-Sache mal oben rein, um zu sehen, ob das nicht da weiterging. Jetzt haben wir wieder schön viel Leben. Aber wir müssen ja eh darüber. Warte mal. Ah, hier links. Da
freigelassen, aber ich wollte nochmal hier reingehen. Denn da ging er auch irgendwo hoch. Nicht, dass wir da irgendwas gesehen haben da oben. Ah, nur Diamanten. Okay. Gut, dann lass uns da reingehen. Wir haben jetzt ja wieder ein bisschen mehr Leben. Aber das wird mich auch nicht retten, aber wir müssen probieren. Los, komm. Blöden Echsen. Ach, Mann. Ich kann nicht ausweichen, das Problem. So. Nein, was machst du denn da? Mann. Dass du die Kamera auch nicht ordentlich mitdreht, ist echt so schlecht gelöst. Komm schon. Oh. Nein, das war's. Ah, okay, das war schlecht, das gebe ich zu. So, gehen wir nochmal da hoch. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Energie. Das macht vielleicht mehr Sinn. Oh. Andere Richtung. Ja. Mal da rein. So, ist noch einer da, ist nicht gut. Für uns. Nicht gelohnt. Oh, jetzt kommt bestimmt die Bombentasche hier. Ah, wird die Bombentasche sein? Na endlich. Jetzt können wir die Zeichen zurückbringen, aber. Oder müssen wir es überhaupt? Wir behalten die einfach, ne? Wieder haben. Meine Bombentasche, vielen Dank, dann gib sie mal her. Moment, ich soll sie dir leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Hast du dich auf die Suche nach deiner Freundin bis hierhin gewagt? Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Er macht sich Sorgen um dich. Er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Das tut mir leid. Du machst mir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Gut. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Gut, dann lassen wir pumpen. Warte, ich hab's was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier. Du hast 5 Bomben erhalten. Okay, pass auf. Wir sammeln mal ein paar ein hier. Wenn wir hier schon hier sind. So, wenn wir 10 Stück haben, dann nehmen wir auch 10 Stück mit. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Das ist gut. Perfekt, 10 voll. Los, raus hier.
Frage, wo wir hin sollen, ne? Mit der Kugel. Wir müssen auf jeden Fall mal darüber, weil da oben können wir die Felsen wegmachen. So, was machen wir? So, warte mal. Wie kriege ich die jetzt da rüber? Oh, da drüben ist eine Kiste. Die könnte man wahrscheinlich mit seiner Kugel erreichen. Aber kann ich die Bomben dann auch... Kann ich auch werfen? Ah ja. Okay. Nochmal. Ist das er? Bringt nicht so viel, ne? Drauf landen, warte mal. Ah, okay, es geht sogar. Die würde runterrollen. Oh nein! Was macht denn so eine verfickte Echse noch da? Nein, weg hier. Ah, langsam wird es, aber ne? Langsam, langsam. So, ist noch ein Eingang, der uns wahrscheinlich zu noch mehr Echsen führt. Ah, guck mal. Noch Herz? Noch Herz vielleicht? Nein. Aber Diamant. So ein Schirm, so ein Diamant, sag ich mal. Rubin natürlich. So. Ja, was wollen wir jetzt hier? Fällt mir ein. Wir wieder am Anfang. Also ich muss da irgendwie was machen da, aber... Ach, da hinten ist so ein Ding, was auf dem Boden... Okay, da müssen wir hin. Kiste, nehmen wir auf. Na, was da drin? Der goldene Schlüssel? Die Karte, okay. Dann wissen wir schon ein bisschen was vom Dungeon. Oh, guck mal, da gibt's noch ordentlich was. Tempel des Erdlandes, okay. Hier waren wir schon mal ein bisschen Leben. Das muss ja noch einen anderen Weg geben hier. Dann sind wir ja... Jetzt hier. Ja, wo sind wir denn? Da sind wir. Wir müssen raus. Wir können hier auch noch rein, ne? Mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Aber hier geht's nicht weiter. Hier ist Schluss. Also wir können auch da rein. Das müssen wir machen. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin noch gesprungen. Oder beziehungsweise ich darf nur springen sollen da. Okay, zurück geht's. Speichern bitte.
So. Mal gucken auf die Karte. Wir sind da. Wir müssen eigentlich noch. Da können wir doch irgendwie. Ja, da sind wir gekommen. Wie kommen wir denn da? Wie kommen wir denn da hoch, ist die Frage, ne? Mit der Kugel können wir dann noch irgendwo hin? Können wir der Kugel noch hier hinrollen? Irgendwie? Dann macht nicht so viel Sinn, oder? Da drüben müssen wir hin? Okay, warte mal. Mal hier längs. Abspringen. Ja, geht durch, okay. Ah, okay, man kann die platt machen, das wusste ich ja nicht. Gut zu wissen. Hier durch. Da drin? Du hast eine blaue Vogelfeder. Doch wer kann nur mit extrem seltenen blauen Vögel finden? Okay. Wollen wir für wie wir das brauchen? Jetzt versuchen wir mal mit der Kugel da rein zu. Das können wir vielleicht gegenrammen. Sieht zumindest so aus. Ah, okay. Gut. Oh, im A müssen wir auf die andere Seite, okay. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Oh. Auf die andere Seite kommen. Schön, wie er tippelt, ne? Der kleine Tippler. Die Richtung. Oh. Okay, in die Richtung. Oh. Ah, Mist, ich krieg noch das. Komm ich hier durch denn überhaupt? Komm ich hier gar nicht durch. Okay, wie sollen wir denn? Kann ich da irgendwie hochkommen da? Schon auch nicht, ne? Ja. Hm? Mal kurz hier an Land gehen, kurz mal gucken, ob man von da aus etwas sehen kann. Soll ich die Karte gucken? Also da komme ich jetzt ja nicht rein. Aber da komme ich darüber, komme ich ja aber auch nicht. So, ich sehe hier auf jeden Fall nichts, wie ich da hinkommen könnte. Und hier raus. Da haben wir alles abgegrast. Und da darüber kommen wir nicht, wenn wir nicht diese Kugel darüber bekommen. Als ob man da irgendwas machen kann da. Aber, warte mal. Stehen? Aha. Kann man durchfahren? Wahrscheinlich, ne? Okay, los geht's. Lava kommen.
Ah, Mann. Nochmal. Und dann gibt's hier die Herzen. Das ist auch nett von denen. So, die können wir auf jeden Fall einstecken schnell, oder? Können wir schon unser Lager auffüllen. Vorrat. Super. Keine Lava raus. Das ist wirklich doof. Ah, kein Echo. Nein! Was passiert denn da? Wo ist die Kugel? Ah, da, okay. Mit der Kugel wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt sehe ich es gerade. Gut, pass auf, müssen wir mal hier diesen kleinen Piepmatz auswählen. Hier da oben ist man. So. Okay. Der Piepmatz muss nochmal fliegen. Das reicht anscheinend nicht. Lass mich da oben durchfliegen. Vielleicht kann er da irgendwie noch was finden. Ach, das Viech hat auf mich geschossen, okay. Dann wollen wir von hier nochmal. Ist ja blöd. War doch fast da. Der kann doch nicht einfach abspringen. Ich springe ja nicht ab. Wie dumm ist denn das? Also wirklich. Was
hier oben ist. Okay, und jetzt? Wir haben ihn. Schnell vorbei! Okay, das wird ein bisschen. Das wird ein bisschen. Ein bisschen schwieriger. Mann, 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 das ist auch echt nervig gelöst. Aber da vorne ist das Ding, da müssen wir hin. Wir müssen den auf jeden Fall als erstes platt machen. Ne? Perfekt, jetzt kann man gleich da hochkommen. Ja. Und jetzt würde ich mal ganz kurz gucken, was da drüben noch in der Schatztruhe drin ist. Oh, er haut mich doch gleich ins Feuer, ne? Der haut mich gleich ins Feuer, der Affe. Spaß für ihn. Wir graben noch ein bisschen. Kriegen unsere Herzen wieder, auch nicht schlecht. Okay, das war mal ein Herzcontainer hier. Also, da können wir durchfahren mit unserem Kreis. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach hier zum Land kurz. So. Und wir speichern natürlich. Yes. Speichern muss immer sein. Ärgern uns nur, wenn man sterben würde, ne? So. Dann geh. Und jetzt hier wieder hoch. Da hoch, meine ich. Jetzt geht's ja. So, gucken wir, wo wir landen. Okay, das sieht ein bisschen. Können wir buddeln hier? Okay, dann müssen wir jetzt hoch. Okay. Pause. Oh, warte. Warte, warte. Nein, das war ja dumm. Das wollte ich gar nicht. Nee, egal. Sind auch keine Steine mehr. Dran. Oh, doch. Wir warten. Nein, 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 schon wieder. Was macht er denn jedes Mal da? Ich wollte eigentlich nur gerade auslaufen. Das klappt doch nicht. Gut. Wieso kann ich denn nicht hier einfach auslaufen? Nein, jetzt, was ist das schon wieder? Macht das doch nicht schon wieder? Was ist denn da? Er hängt immer an der Kante fest. Warum macht er denn das? Korrekt. Ja. Das ist gerade eben nicht so hinten wieder. Hier gibt es nochmal so ein kleines Ding. Okay, das geht ganz einfach. Also gut, hier gibt es ein paar Bomben, aber ich glaube, wir müssen. Wir müssen die noch kurz haben.
Komm mal hoch. Und hier. Ach, guck mal, ich kann von hier oben wahrscheinlich die Bomben werfen, ne? Das macht mehr Sinn. Ich muss auch überhaupt da hochkommen. Ich muss ein bisschen holen. Zum Werfen. Okay, wir müssen ein bisschen weiter oben werfen. Jus. Sehr gut. Jetzt geht's auch mit Hochlaufen. Runter wieder. Warte mal, wenn wir schon hier sind. Kannst du nicht Bomben? Nein, Bomben kann ich ja einsammeln. So, und wir hier durch. Und los geht's. Oh. Okay, der Pass ist am Ende gewesen. Oh, ein riesen Drachenkopf. Und eine Tür mit einem Schlüssel. Und zwar mit einem Boss-Schlüssel. Speichern wir nochmal. Sogar volle Energie. Macht ja vielleicht Sinn. Was hier oben ist. Okay. Welch Schlüssel mag es sein? Der Drachenschlüssel, okay. Und ein paar. Nein, nur eins, okay. Oh. Okay, das war ja dumm. Warum bin ich nach unten gesprungen? Okay, müssen wir mal machen. Indiana Jones, Tempel des Todes. Oh, perfekt. So stoppt man die Lava. Vielen Dank. Hui. So vielleicht? Ja, warte mal. Jetzt scheitert es daran, Leute. Nee, da. Da ist die Spitze. So. Mach rein damit. Mann. Ich weiß nicht, ob es passt, ne? Aber es passt. Nein! Hätte ich mal nicht vorspeichern sollen nochmal? Naja, zu spät. Kommt vielleicht gleich noch eine Speichersequenz. Das wäre zumindest ratsam für uns. Wie immer gibt es ein paar Herzen und ein paar Bomben. Ach, das ist eine Kugel, die er gerade geschluckt hat. Die rollt da weiter, immer gut. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Ich vermute, dass Zelda Egg wird. Komm, konnte ich rate zur Eile. Okay.
Geraheim, so trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich, ich habe deinen Namen vergessen. Na, ist auch unwichtig. Hör mir ganz kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Dieses lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese? Sie hat? Diese Schurkin der Göttin. Die hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ich entschuldige mich, aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Okay. Und jetzt bin ich gespannt. Bomben sehe ich. Was ist passiert? Ach, du meine Marionette, was ist das denn? Wir müssen wegbomben, glaube ich. Glühender Höllenfels, Beradana. Habe ich ihn getroffen? Okay, aber das wollte ich gar nicht sehen. Oh, weg hier! Ein paar Bomben holen hier. Die ganze Zeit, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass die Bomben in seinem Mund müssen, kann ich mir vorstellen. Ja, gibt hier Leben hier oben, ist auch gut. Ach so, ich muss auf die Bomben aufpassen, klar. Die Bombe im Mund. Ich glaube, das macht eher so, ne? Ja, genau. Oh, da ist das Auge. Nein! Ah, oh, ich depp! Ausweichen hier.
ein bisschen früh vielleicht. Oh, aber jetzt wollte er runter, okay. Wir da unten bekommen wir. Das war verkehrte Richtung. Jetzt sammeln wir das Ganze in Ruhe ein hier. Knapp davor. Ah.
Das ist auch wieder ärgerlich. Ganz ehrlich? Muss man so einen Dreh rauskriegen, wie man den am besten killt. Und dann, dann war es dann ganz easy, ne? Okay, jetzt wissen wir, wie es geht. Machen wir es ganz schnell. Turbo-schnell. Monster-Turbo-schnell. Ja, komm. Kannst du nicht überspringen hier? Nicht! Los geht's. Von links. Jetzt schon mal die Bomben voll sammeln. Aber dass man das nicht wegdrücken kann, ist ja ein bisschen dunkel, oder? Oh, wir hätten alles gesagt. Ja, ja, Schlockhütchen. Die hat sie einfach mitgenommen. Blablabla. Bla, bla. Oh, kann auch noch hin. Abbruch, yes. Ja. Warum? Sammeln jetzt hier oben. Da sind wir so viele vernattet haben. So. Ah, drin. Okay, ich muss ein paar Bomben haben. Das sind zwei, das reicht glaube ich nicht, um den Platz zu machen. Ein blödes Auge nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hat er ein blödes Auge versteckt, oder?
kann man echt sagen. Ein paar Herzen, die holen uns jetzt. Warum kannst du die Kackbombe denn nicht angekommen? Okay, das war's doch. Jetzt aber. Bleib doch mal da, der blauen Auge. Ernst? Nein, es wird eng. Aber ich hab die blöde Augen nicht. Ich weiß doch mal. Oh Mann, ein bisschen Leben. Ich muss oben ein bisschen Leben holen, weil irgendwie... Schwer ist. Ich weiß auch nicht. Das Auge ist aber so schwierig. Ich hab noch eine Bombe, vielleicht schaffe ich das eine Bombe. Ja. So schwer war das doch eigentlich gar nicht, aber ab und zu, ne? So. Yes, ein weiterer Herzcontainer. Holen wir uns erstmal. Das ist, glaube ich, mal nach oben, oder? Irgendwas muss da oben hier sein. Bomben mit. Los, rein da.
Zelda. Schanzen! Du darfst da nicht hin. Du dumme Göre. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und eure Aufgabe konzentrieren müsst. Schanzen, es tut mir leid. Oh nein! Aber so weit gekommen, jetzt haut sie einfach ab. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Meine Fähigkeit reicht nicht aus, um Zelda zu beschützen. Mir gefällt nicht, was ich sage, aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du Auserwählter Zelda helfen willst, musst du die Prüfung, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Auch weg. Alle weg. Gut, böse. Tja, Fell des Erdlandes. So. Schauen wir mal, was das Erdland zu bieten hat. Kriegen wir noch eine neue Steinplatte? Wahrscheinlich. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Jenseits der Zeit und des Raumes leite ich in den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel ihrem Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Ranel. Dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorher bestimmt ist. Da ist doch noch ein Stück für uns. Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schweren Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Eine Fata Morgana. Okay. Hier hin und wir können direkt zum Wolkenmeer reisen, was wir auch tun werden. Yes! Schwuppdiwupp! So, jetzt fliegen wir erstmal da hoch. Nach Hause. Durch diesen Portal da fliegen. Buh!
kurz ab hier. So. Und daheim sind wir. Das ist ein angenehmer Flug. So, hier unten kann man mal speichern. Und dann wäre es das auch gewesen für heute. Ich glaube, da haben wir auch genug geschafft. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüssi.